Und damit wieder ein herzliches Willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge The Evil Within, The Consequence. Wir spielen heute The Consequence, das zweite DLC nach The Assignment. Und wir starten direkt. Verfolgen Ihre Geheimnisse Sie? Wollen Sie sie loswerden, aber etwas hindert Sie daran? Kommen Sie zurück, Kit. Erledigen Sie Ihren Job. Nein! Nicht! Bleiben Sie weg von mir! Hören Sie auf, wegzurennen! Ist es vorbei? Bin ich zurück? Agent Kidman. So, und damit geht's weiter mit Kapitel 3, Illusionen. Also wir spielen anscheinend wirklich in den DLC komplett die Story von Kidman. Und, ja, Consequences, sind die Konsequenzen. Mal gucken, ob sie da welche bekommt. Nein, nein. Hier. Aha, okay, hier haben wir wieder unsere ominöse Taschenlampe, mit der wir wieder alles machen. Ja, also wir spielen anscheinend die Story, wie gesagt, von der Kidman. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir hier in der richtigen Reihenfolge sind. Aber ich gehe mal von aus, ja. Sind wir wach? Hey, was ist hier los? Wo sind wir hier? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Soll das ein Scherz sein? Die reinste Zeitverschwendung. LOL! Okay, was passiert? Eine sehr brüchige Wand. Ja, und was möchtest du mir jetzt mit diesem Move sagen? Soll ich jetzt hier hinten hinkommen, oder was? Okay. Wir wollen mal gucken, ob wir hier hinten wieder die... Aha. Die, Speicherstände hier hinten haben. Ja, haben wir. Aber ich weiß nicht, will ich jetzt hier schon hin? Also hier hatten wir ja die... Eigentlich die Karte, die wir komplett machen wollten. Der Schreibtisch sieht auch anders aus als in der Hauptstory. Ja, und hier, wie gesagt, scheint es wirklich zu sein, wer auch immer das da unten ist, dass das hier ein Safe Point ist, weil wir haben hier die Katze. Und die... Melodie von dem Safe Point. Okay. Die Katze ist weg und der Typ ist auch weg. Okay. Wir brauchen den Jungen. Mit ihm können wir alles verändern. Ich hole Ihnen den Jungen. Sie kennen die Folgen, falls Sie scheitern sollten. Wenn Ruvik mit ihm geht. Es muss einen Weg geben, ihn aufzuhalten. Muss es? Muss es doch nicht, oder? Also, wir machen erstmal hier Ihmchen hier, weil... Okay, oder auch nicht. Ich dachte, ich muss mit der Taschenlampe hier wieder die Dinge an möppeln. Aber nein, muss ich nicht. Kann ich hier rein? Nope. Wer ist hier? Hallo? Untersuchen. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Wer war das? Ja. Und woher weiß er von Ruvik? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Trotz unserer Gönner wird es bei so vielen Kollateralschäden nur eine Frage der Zeit sein, bis die Leute unangenehme Fragen stellen. Das KCPD war schon hier. Eine Polizistin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wie auch immer, mit der Polizei sollte ich besser nichts zu tun haben. Mobius meinte, man würde dafür sorgen, dass das KCPD uns in Ruhe lässt.
Und dann ist da noch dieser Reporter von der Crimson Post. Ivan irgendwas. Er ist wirklich lästig. Er taugt eigentlich nicht mal zum Klatschreporter. Schreibt Geschichten über Kirchenopfer und solchen Unfug. Aber bei den verschwundenen Patienten lässt er nicht locker. Aber ich werde nicht zulassen, dass er Beacon zugrunde richtet. Ruben könnte vermutlich auch bei diesem Problem von Nutzen sein. Vielleicht hat der Reporter ja Interesse an einem Exklusivinterview. Vielleicht auch nicht. Dass sie dich mit reingezogen haben. Wie auch immer. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Sebastian, er muss gerade woanders sein. Verdammt, er hat mit all dem nichts zu tun. Ja, aber er wird ja trotzdem, also wir sind doch mit Ruvik, waren wir nicht am Ende mit Ruvik sogar vereint? War das nicht sogar so? Leslie! Wenn ich noch hier bin, dann ist er sicher auch noch. Ja, also, ja? Also, Leslie wird auf jeden Fall noch da sein. Okay, also alles ein bisschen scary-movie-mäßig. Aber was willst du machen? So, können wir jetzt hier über den Spiegel? Nee, über den Spiegel können wir immer noch nicht verschwinden. Okay, also wir haben uns jetzt das angeschaut. Das und das. Wie geht's? Okay. Ich wollte gerade fragen, wie geht's jetzt weiter? Mobius. Irgendwas zieht mich dorthin zurück. Mobius. Hier ist etwas, das sie gebrauchen könnten. Oh, was? Warum? Was hast du denn für mich? Möchtest du mir... Ach, du willst mir was geben? Okay, sie gibt mir nichts. Leider nicht. Theoretisch wäre es zwar möglich, dass ein Wirt einen Nutzer mit sich überschreibt, aber es ist fast unmöglich, dass sie kompatibel sind. Aber der Junge, Leslie, sie glauben, er ist kompatibel. Ja, und laut Rubens Notizen müsste der Stem mit Leslie als Basis funktionieren. Führen Sie Tests durch. Finden Sie heraus, wie wir ihn zu dem leeren Blatt machen, das wir brauchen. Sie wussten. Sie wussten, wozu Leslie fähig ist. Ja, okay, aber... Verdammt, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Warum sollten Sie? Also, ganz ehrlich, würde ich jetzt wahrscheinlich an deren Stelle, hätte ich das auch nicht gemacht, aber gut. So. Ich glaube, das hätte sie wahrscheinlich an deren Stelle auch nicht gemacht. Warum bewegt sich da hinten? What? Okay, dann gehen wir einfach mal gucken. Wir gehen mal gucken, was wir hier so noch Feines finden. In dem Labyrinth hier. Und schauen mal. Wo sind wir denn hier? Es gab hier ein Stem-Terminal. Im untersten Geschoss. Wenn Leslie auch hier drin ist, ist er bestimmt dorthin gegangen. Vielleicht komme ich so hier raus. Also okay, jetzt ist die Vermutung, dass Leslie da unten ist, oder was? Okay. Also gehen wir mal. Guck mal, hier gibt es noch so eine geheime Tür. Exit. Sehr nice. Gibt es denn hier noch irgendwie noch eine andere geheime Tür? Oder war es das? Scheint, als ob das so gewesen ist. Okay. Also müssen wir hier erstmal weiter Richtung runter. Richtung Leslie. Weil wir wissen ja auch, dass Kidman ja Leslie am Ende des Hauptgames umbringen wollte. Und wir das ja eigentlich versucht haben zu verhindern. Warte mal, ist das Leslie oder ist... Nee, warte mal, da gehe ich vielleicht noch nicht gucken. Kann ich hier ohne einfach? Strom komme ich nicht durch. Ich muss die Stromversorgung einschalten. Ohne Strom komme ich nicht durch. Ja, guck mal, da hinten ist aber wer. Aha. Also jemand hat sich hier satt... gefudet. Zumindest so die Vermutung. Ah, das sieht wieder aus, als ob wir ein bisschen Hide and Seek müssen. Ihr wisst, was ich meine. Alter! Scheiße! Nein!
Ich kann hier drin fast nichts sehen. Okay, das heißt, wir haben jetzt die einzige Waffe. Leuchtstäbe. Besser als nichts, schätze ich. Als ob ich jetzt mit Leuchtstäben arbeiten muss. Okay, kann ich die denn... Ah, ich habe unendlich viel, oder was? Okay. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge. Okay, also wir leuchten. Ah, guck mal. Wir leuchten erstmal den Raum so ein bisschen aus. Weil wenn ich davon echt Masse habe... LOL! Die anderen verschwinden ja! Was ist denn mit dir verkehrt? Die anderen verschwinden. Dann müssen wir ein bisschen tricky vorgehen. Ja. Damit wir hier nicht gesnackt werden. Hallo. Lol. Jetzt kann sie schon nicht mehr rennen? Okay. Haben wir es geschafft damit? Irgendwo muss man den Strom wieder einschalten können. Okay, also wir rennen jetzt. Musik ist drastisch. Wir gucken mal. Der Notstromgenerator wurde wieder aktiviert. Also, wir haben jetzt auf die Fresse bekommen. Ich gehe von aus, wir werden auch gleich sterben. Vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir... Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Wir laufen einfach zurück, weil wir es können. Glaube ich. Also, ne, wir gehen jetzt da wieder hin, damit wir die Tür öffnen können. Nehmen wir natürlich nochmal so eine Axt mit. Because of we need some axes, I think. So, die Leichen lassen wir mal schön in Ruhe, weil die... Oh. Ich bin tot. Ups. Ja, das war nicht so geplant. Vor allen Dingen, ich hatte ihn ja noch vorher gesehen. Ja, vor dem habe ich jetzt ein bisschen Schiss. Dass der. Okay, er hat nichts gemacht. Er ist easy. Okay, da hat vielleicht jemand gerade. Probleme auf Klo. Manuelle Wiederherstellung der Terminals erforderlich. Ja, ja, manuelle Wiederherstellung und wir werden erstmal. Ich habe keine Zeit zu warten. Doch, wir saven jetzt. Und zwar genau jetzt. So, und damit haben wir gesaved. Und schauen jetzt mal, dass wir ohne Taschenlampe, sondern nur mit so ein paar Glühstäbchen, wovon wir aber anscheinend eine Masse haben, aber ich glaube immer nur 3 Stück an der Zahl, die anderen sind dann mal wieder gleich weg, uns da so ein bisschen, ja, helfen können. Oben war zwar brillant, aber auch wahnsinnig. Ein moralischer Kompromiss unsererseits. Er schien hochmotiviert, besessen von Rache an etwas Unbestimmtem. Aha. Wir fanden heraus, was er im Geheimen tat. Foltern. Eine Vorliebe für Fallen. Ein Serienmörder, der sich als Wissenschaftler ausgab. Ja gut, also... Der sich als Wissenschaftler ausgab. Ja und ja. Warum haben wir hier einen Monitor, der leuchtet? Und alles? Und die anderen sind... Ah, okay. Die anderen sind alle... Wech! Jetzt gucken wir mal. Können wir jetzt denn hier so lang? Ah, ja. Okay. Okay, dann heißt es... Ab hier durch. Glaube ich. Die Zugänge bleiben bis zum Neustart des Systems deaktiviert. Oh nein. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ah, okay. Ich dachte, ich muss jetzt hier, ausharren. Aber... Das sieht auch nicht so nice aus. Also, da wurde jetzt dann geübt, wie man an Gehirnoperationen durchführt. Das ist alles nicht so ganz toll, was da ist. Aber gut, gucken wir mal, was wir hier haben. Er verhält sich viel zu aggressiv und seine Versuche werden immer abartiger. Da Vinci hat für seine anatomischen Forschungen Leichen seziert, aber was Ruben tut, geht viel weiter. Seine Subjekte sollen mitbekommen, dass er sie seziert, um ihre Reaktion festzuhalten. Er ist eher ein Schlachter als ein Künstler, aber vor allem müssen wir Wissenschaftler sein. Ich habe ihm früh beigebracht, dass der Zweck die Mittel heiligt. Ich konnte nicht ahnen, wohin das bei ihm führen würde. Mobius hat von ihm erfahren, weil ich unachtsam war. Ich habe sie gebeten, ihn an Bord zu holen, damit er mir hilft.
Eine bessere Einrichtung und mehr Unterstützung helfen ihm vielleicht, seine grausamen Neigungen in Schach zu halten. Diese Maschine wurde für mich geschaffen. Leute wie Sie, Sie haben mir mein Leben gestohlen, mich zu einem Monster gemacht. Mit der Maschine kann ich endlich zurück. Ich kann endlich mein Leben leben. Wir sind nachsichtig. Für das, was Sie uns geben können, sind wir bereit, bestimmte Eigenheiten zu ignorieren. Aber übertreiben Sie es nicht. Unser Personal und unsere Ressourcen dienen nicht Ihren erbärmlichen Fantasien. Machen Sie die Kalibrierung der Maschine rückgängig, sodass wir sie ohne Sie nutzen können. Und was, wenn ich Nein sage? Glauben Sie, Jimenez kriegt das hin? Sie brauchen mich. Ganz einfach. Ruvik? Nein. Ruben. Hier hat er seine Forschung durchgeführt. Wir haben ihn nur benutzt. Und er war sicher nicht der Erste. Was? Was? Was ist hier passiert? Wer macht sowas? Guck dir mal die Fallen an, die da hinten so auf einen lauern. Never komme ich da durch. Das soll funktionieren? Na, ich bin ja mal gespannt. Dass die Dinger nicht werfen kann, wenn sie hockt. Nein, sie steht dazu auf. Okay, hier ist ein Safe Point. Kann ich da irgendwas machen? Oho. Okay, also, bitte entschuldigt, wenn ich gerade nicht so viel kommentiere. Ich habe versucht zu sprinten. Also der Versuch war da. Aber irgendwie wollte er nicht. Wir müssen da durch und ganz schnell durchrennen. Für sowas. Doch, du brauchst die Zeit. Ah, du musst dir die Zeit nehmen. System ist bereit. Lauf, 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 lauf. Verdammt. Rein da, rein da. Leslie. Okay, war weg. Das ist ja vollkommener Stress hier. Und ich dachte, das ist hier easy, easy peasy. Lemon squeezy. Aber nix easy peasy. Na komm, dann probieren wir's mal. Ja, und jetzt ist sie auf einmal da, genau. Oh Scheiße, da ist es wieder. Ja, und jetzt bin ich tot, ja? Ja. Du hast gar keine Chance, gegen die wegzukommen. Soll das ein Witz sein? Vielen Dank für Ihre Geduld. Ich wünsche einen produktiven Arbeitstag. Okay, wir haben es geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich bin fürs Erste in Sicherheit. Ja. Also ich hoffe. Also, ne? Was oder? Zum... Auch nicht.
Hallo, du hast aber einen kräftigen Schuh. Lässt du mich in Ruhe? Ist das weg? Ich hoffe. Also ich gehe jetzt nicht gucken. Sag ich dir auch ganz ehrlich, ne? Also wir gucken jetzt da nicht durchs Loch oder so. Wir warten jetzt, dass hier die Tür aufgeht. Ach du Scheiße. Hey. Okay. Okay. Ist aber gar nicht stressig. Okay. So, und hier kann ich nicht vorbei, ne? Nee. Wie kann ich das jetzt machen? War das okay? Okay, das war irgendwie richtig. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber das war okay. Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich hier unten. Das, was wir uns vorhin angeschaut haben, wo wir dachten, dass hier Leslie eventuell ist. Wir gehen einfach weiter, weil Leslie ist nicht hier unten. Aber dafür haben wir jetzt hier jemanden was, oder was? Oha. Oha. Was haben Sie mit Ruben gemacht? Zeigen Sie es mir! Nicht emotional werden, Jimenez. Er hat sich das selbst zuzuschreiben. Er hatte seine Chance. Wo ist er? Wenn Sie es unbedingt wissen müssen, er ist nebenan. Kommen Sie. Sehen Sie selbst. Ich habe jetzt wieder eine Taschenlampe als Waffe. So, irgendwie ist, ich muss ganz ehrlich gestehen, irgendwie ist die Storyline von Kidman auch sehr fragwürdig. Okay. Das ist abscheulich. Was ist das für ein Monstrum? Abscheulich? Und das von dem Mann, der seine Patienten für seine Forschung missbraucht hat? Die Ironie des Ganzen ist amüsant. Denn offensichtlich war ihre Forschung erfolgreich. Das heißt, STEM funktioniert. Weitere Experimente sind möglich. Und wir brauchen mehr denn je Ihre Hilfe. Dieses ganze Projekt, von Anfang an war es eine einzige Täuschung. Ja, einfach ja. Also man muss sich einfach noch vorstellen, wir sind ja eigentlich unterhalb einer Nervenheilanstalt, die einfach mal solche Türen hier unten hat. Im Keller. Ist klar. Ich weiß jetzt, was Sie mit ihm gemacht haben und bin entsetzt. Der kleine Junge, den ich unterrichtet habe, ist jetzt dieser Haufen grauer Zellen im Glas. War das vielleicht von Anfang an Ihr Plan? Und wo stehe ich in dieser ganzen Sache? Sie halten seinen Geist am Leben, indem Sie einen Körper simulieren. Sein Bewusstsein steckt in einer geistigen Zwangsjacke, ein Rädchen in Ihrer teuflischen Maschine. Sie haben sogar seinen Namen und seine Menschlichkeit ausgelöscht und nennen ihn jetzt Ruvik. Ein schlechter Scherz, als würden Sie auf sein Grab spucken. Ich hätte am liebsten den Behälter zerschlagen und alles beendet. Aber dann wich mein Zorn der wissenschaftlichen Neugier. Rubens Vermächtnis lebt weiter. Ich werde den nächsten Schritt machen. Ich werde aus dieser Tragödie etwas Eigenes schaffen. Ja, genau, weil... Hier sehen Sie einen der ersten STEM-Prototypen. Es benötigt eine physische Verbindung zwischen Nutzer und Wirt. Aber in Beacon gibt es eine neuere Version mit Funktransmitter. Der Nutzer hört nur ein helles Pfeifen, dann steht die Verbindung. Wir wissen, dass Jimenez unerlaubte Tests durchführen will. Aber die Tests sollen nach unseren Maßgaben laufen, nicht seinen. Das Geräusch im Streifenwagen, da muss Jimenez es aktiviert haben. Joseph, Sebastian, Oscar. Sie wurden mit mir reingezogen.
Ja. Stormen Beacon. Dort hat alles angefangen. Also muss es dort auf einem Weg aus dieser Welt herausgehen. Wir sind also in einer anderen Welt. Das ist ja mal gut zu wissen. Okay, machen wir weiter. Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Vor allem für Sie, Kate. Sie stellen zu viele Fragen, ignorieren Ihre Mission, drücken sich vor Verantwortung. So wie Sie das immer tun. Nein, das stimmt nicht. Sie kennen mich nicht. Das ist offensichtlich. Doch wir müssen sicher gehen, dass Sie Ihre Aufgabe erfüllen. Sie lügen mich an, verheimlichen Dinge. Ich kann Ihnen nicht trauen, nicht so. Sie müssen uns gar nicht trauen. Nur gehorchen. Ja, Sie müssen uns nicht trauen, sondern nur gehorchen. Vielleicht nein? Einfach nein. Okay, wir sind verkehrt rum? Ja, wir sind verkehrt rum. Okay. Ansonsten würden wir ja nicht an die Leiter kommen. Wo wir runter? So. Runter, obwohl wir verkehrt herum sind und so? Egal. Es ist eine komische Welt und wir sehen nichts. Wir laufen ins Nichts. Oh, da wird es ja wieder ein bisschen heller. Sie wurden Ihrem Team nicht zufällig zugeteilt. Castellanos, Oda, Sie wissen nichts, aber Sie suchen nach Antworten. Sie meinen, Sie suchen uns? Einen von uns, aber das ist unsere Chance, Sie zu beseitigen. Sie alle an einem Ort zu haben, eröffnet uns Möglichkeiten. Eröffnet uns Möglichkeiten. Nee, ist klar. Jetzt sind wir wo? Auf der Polizeistation oder wo sind wir jetzt hier? Was ist das? Crimson City Police Department. Das ist die Polizeistation. Ha. Warum bin ich hier? Ja, das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Warum sind wir jetzt hier? Gibt es hier noch irgendwie irgendwas, was wir in der Polizeistation holen? Hier wären vielleicht Waffen. Nichts dagegen, wenn du dir eine Pistole krallst oder so. Oder auch gerne eine Schrotflinte. Wie geht es, Lilly? Super. Alles läuft bestens. Wäre nur toll, wenn meine Frau sich öfter zu Hause um sie kümmern könnte. Sie war nur kurz im Mutterschutz, oder? Eine von Crimsons Besten. Sie ist wirklich ein guter Cop. Aber wir kommen auch noch etwas länger ohne sie aus. Lass sie das bloß nicht hören. Sonst setzt sie deinen Hintern vor die Tür, Joseph. Das war lange bevor ich herkam. Alle sind viel jünger. Aber laut Sebastians Profil ist er nicht verheiratet. Naja. Gar kein Vater. Naja. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Okay. Ich gehöre auch hier raus? Nee. Aber draußen regnet's. Hey, Seb, wir müssen reden. Du mit deinen Verschwörungstheorien. Du verlierst langsam die Kontrolle. Sowas geht beim Captain einfach nicht. Ich bin da an etwas dran, Joseph. Du sollst mir nicht auch noch Sachen verheimlichen. Tu ich nicht, Sebastian. Ich versuche dir zu helfen. Ich will dir helfen. Aber überleg dir das wirklich gut. Deine Tochter. Es ist ein großer Verlust, den alle hier gespürt haben. Aber deine Frau... Myra ist weg, Joseph. Sie ist weg. Als wir uns am meisten gebraucht haben, hat Myra mich verlassen. Wieso hat sie das getan? Ich muss das wissen. Ist mir egal, was mich das kostet. Seine Tochter, dann seine Frau. Beide direkt hintereinander? Kein Wunder, dass er immer so verschlossen war. Ja. Aber da sehen wir ja hier, hier haben wir ja so ein Foto. Ne? Also, Missing, have you seen this woman? Darunter steht Vorname Myra Castellanos. Ich würde behaupten, das ist die gute Frau von Sebastian. Ja, und dem geht's natürlich nicht mehr so gut. Nachdem er sein Kind verloren hat und seine Frau. Kann man auch irgendwo nachvollziehen. Julie Kidman? Sie ist noch völlig unerfahren.
und wir wissen gar nichts über sie. Dann schickt sie los, Zeugen befragen. Da lernt sie die Straße kennen. Nein, sie kommt mit uns. Ich bilde sie aus. Ich bin verantwortlich für sie. Ich weiß, dass das persönlich ist. Und ich rede nicht gern drüber. Aber deine Schuldgefühle sorgen dafür, dass uns so ein Frischling im Weg ist. Sebastian, er und Joseph sollten gar nicht beteiligt sein. Es hätte nie so kommen dürfen. Tja, aber leider ist es so gekommen, wie die gekommen ist. Sind wir mal ehrlich. Wir gucken mal, wie weit die Geschichte uns noch weiter treibt. Das ist Crimson? Das kann nicht real sein. Das Licht. Ein Stand-Prototyp in Beacon. Beacon. Ich hoffe nur, ich bin vor ihm dort. Ja, wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen, ja, hier, ne, die Gebäude, wie die alle aussehen, das erinnert mich natürlich an diese schöne Busfahrt oder auch an die, Fahrt mit dem Krankenwagen. Also er nicht so, aber was willst du machen? Alter, nun beweg dich, Fräulein. Du willst ja jetzt hier nicht untergehen. Okay, falsche Richtung. War mir fast klar, dass ich einmal einen Wechsel machen muss. Und wer bist du? Kann ich dich irgendwie schlagen? Ich dachte, ich hätte ihn jetzt einfach runtertreten können, aber er ist anscheinend nicht zum Treten gedacht. Rubens Experimente erfordern mehr und mehr Testpersonen. Und ich muss leider sagen, dass sie ebenso leiden wie seine anderen Patienten. Wenn nicht mehr. Zum Glück finden sich in Beacon und der Stadt mehr als genug entbehrliche Personen. Ich sollte mich wohl schuldiger fühlen, aber den hippokratischen Eid habe ich schon lange gebrochen. Das wissenschaftliche und medizinische Potenzial meiner Arbeit ist einfach zu groß. Außerdem hat mir Mobius eine beträchtliche Vergütung geboten. Eine Beförderung zum Direktor von Beacon ist keine Kleinigkeit. Zuerst soll ich mir aber einen Ruf erarbeiten und Studien in Fachzeitschriften veröffentlichen. Einen Teil von Rubens Forschung für die Patientenbewertung zu nutzen, sollte funktionieren. Es wird ihm vermutlich nicht mal auffallen. Ja, immer traurig, dass quasi Geld, ja, mit einer beträchtlichen Vergütung geboten, ja, es irgendwie alles immer möglich macht, aber komisch. Komisch bei manchen Leutchens. Okay, er hat keinen Bock mehr auf uns, finde ich gut. So könnte man nennen, beruhig dich jetzt erstmal eine Runde. Mach mal hier einen auf ruhig. Ne? Heil dich mal bis nach oben, dann gehen wir jetzt gleich in die Hide-and-Seek-Phase und werden uns um den Typen da hinten erstmal kümmern. Stoßen! Wiedersehen! Dankeschön! Irgendwer scheint noch hier zu sein, aber auch irgendwie nicht. Keine Ahnung. Gut. Drauf geschießen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch und müssen jetzt... Ich weiß gar nicht, wir müssen jetzt zu Beacon... Nervenheilanstalt oder was? Oder wie? Beacon ist nicht mehr weit. Ich ja. Muss weiter. Ist klar, Beacon ist nicht mehr weit. Ich muss weiter. So, nice. Wir kommen... Du hast gesagt, ich soll dir nicht dankbar sein. Aber ich bin es. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn du mich nicht mitgenommen hättest. Ja, keine Ahnung. Das Zeichen scheint der einzige Ausweg zu sein. Oh Gott, wieder so ein Lichträtsel. Als ob ich das hinkriegen würde. Skulpturstück 1. Dieses Marmorfragment aus dem Büro scheint Zierde zu sein. Aha. Oh
nein. Jetzt lass mich raten. Ich muss jetzt hier gucken, dass ich den Stern da unten fertig kriege, oder was? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich hol mir jetzt einfach das Ding hier. Das zweite Fragment. Verpiss mich. Zweite Möglichkeit ist, du fängst dir eine Axt. Und ich bin für die zweite Möglichkeit gewesen. Bin ich ehrlich. Ist mir egal, ich gehe hin und füll die da auf und sag jetzt hier, guck mal, das ist der Stern. Ja, cool. What? Das ist Ihre letzte Chance, sich uns zu beweisen, Kid. Enttäuschen Sie uns nicht. Bringen Sie uns den Jungen. Aufhören! Raus aus meinem Kopf! Direkt da! Mann! Also die wollen auf jeden Fall unbedingt diesen, ne, jetzt wollte ich gerade sagen Ruvik, aber sie wollen ja Leslie. So, Leslie ist für die anscheinend extrem wichtig. Er hat aber auch einen Kick drauf. Nice. Ah. Und Joseph. Wie, Joseph, muss ich Joseph? Ich hab euch damit reingezogen. Was hab ich nur getan? Ja, du hast eben halt Scheiße gebaut. So ehrlich, du hast Kacke gemacht. Aber das heißt ja auf jeden Fall, wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen, wo wir gesehen haben, dass Kidman Leslie gefangen hält. Ah, guck mal, hier war das doch mit den fiesen. Das ist ja dein Problem. Okay. Hat es nicht gereicht? Ein Headshot. Aber jetzt. Noise. Gucken wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Aber es sieht aus, als ob wir weiter runter müssen. Musik nimmt langsam ab. Ja, entspannt sich wieder. Finde ich gut. Hilfe! Das sind zu viele! Wie? Wo? Was? Hilfe? Was? Er ruft hier um Hilfe. Hallo? Scheiße! Hat Ruvik dich geschickt? Es war eher Lucky. Ich hoffe, er versteht die Botschaft. Also, das war, ja. Das war wirklich sehr, sehr, sehr lucky. Da bin ich ehrlich. Also, ich habe jetzt erst die ganze Zeit auf den Körper geschossen, ne? Und auf die Beine und so, weil ich ja dachte von wegen, okay, vielleicht macht man sie ja damit kaputt. Aber, nein. Man muss ihr quasi ins Gesicht schießen. Also ihr Gesicht war ja die Lampe. Bist du da drin? Ja, ich bin hier. Sebastian? Sebastian! Come on, help me! Sebastian! Kidman! Ja. Ich bin's! Hilf mir! Wenn du nicht gekommen wärst... Spar dir das. Es kommen bestimmt gleich noch mehr.
Sebastian? Was ist? Bleib weg! Ich bin verantwortlich für Sie. Es tut mir so leid, was du wegen mir durchmachen musst. Ich hab dir doch schon mehr als genug wehgetan. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Etwas voreilig mit der Waffe, Kit. Was haben Sie jetzt vor? Das, was nötig ist. Nein. Sie tun, was wir sagen. Sie bringen uns den Jungen oder sie werden verschwinden. Was ist das für ein Typ? Glauben Sie wirklich, Sie können es aufhalten? Ja! Halt, verdammt! Sie verstehen mich! Schluss mit dem Ausreden, Kit! Ja, ist okay. Dann Ruhe. Sie laufen weg, weil sie schwach sind. Sie haben Angst vor uns. Wow. Ganz ehrlich, wer hätte das nicht, wenn du so eine Action hier machst? Das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworte mir, Kinder! Können Sie unterscheiden zwischen Gut und Böse? Nein, nein, nein! Verdammt! Scheiße! Also ganz ehrlich, wie oft kann man dann bitte seine Waffe verlieren als Polizistin? So, wir sind bei Kapitel 4. Der Geist wird geboren. Alter, das verstehe ich nicht. Nicht ehrlich. Also wie kann man denn wirklich, also auch andauernd, dass sie andauernd ihre Waffe verliert? Ja, also... Ich lasse mich hier nicht festhalten. Das ist okay. Was zum... Vielleicht kann ich mich da durchbrennen. Mehr als halten kann ich doch nicht. Ich halte. Ach so. Ja, macht er jetzt ja. Entschuldigung. Alles klar. Sie hat ihren Kopf sich auch gar nicht verbrannt, wo sie gerade da durchgegangen ist. Logisch. Logisch. Dieses Spiel ist so... Hilfe! Hilfe! Leslie, Alter, wo der überall rumrennt, ist der... Das ist... Also, dass der nichts abbekommt die ganze Zeit. Es ist wirklich... unglaublich. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Hallo? Zum Glück geht's ihm gut. Bitte,
Ihr müsst euch von mir fernhalten. Ja, und im Endeffekt selber wollen sie dich ja nur retten oder unterstützen. Wie man es so als Polizistinnen, Kollegen macht. Nach dem Brand und den Misshandlungen durch seine Eltern ist es ein Wunder, dass Ruben überhaupt zurechtkommt. Seine Arbeit ist nicht getrieben von Angst oder Gier oder Geltungssucht. Seine Motive sind reiner. Ich würde sagen, er ist besessen von der Möglichkeit, die Realität zu verändern, um wieder bei ihr sein zu können. Seine Narben wiegen schwer, physisch wie psychisch, aber der Verlust seiner Schwester wiegt schwerer. Seine Gefühle für sie sind fast schon inzestuös, aber solange ihn das antreibt, ist das in Ordnung. Also, das ist ja ein bisschen merkwürdig und fragwürdig, wenn man ehrlich ist, aber okay. Das ist Leslie! Leslie, bleib doch hier! Leslie! Warum rennt ihr immer weg? Das habe ich schon bei dem Hauptgame nicht verstanden. So, weißt du, dann rufst du ihn so, Leslie, komm, bleib doch hier. Wir wollen dir doch nur helfen und so. Und wir wollen doch dir nur was Gutes und so. Aber nee, er rennt weg. Da ist er wieder. Und rennt wieder weg. Also, ja klar, ich weiß auch, warum er jetzt wegrennt, aber... Okay. Ludwig sucht die Kontrolle über ihn zu gewinnen. Vielleicht kann ich ihn aufhalten. Nicht so, mein Freund. Nicht so. Lass mich in Ruhe. Er ist mein Gefäß. Ich kontrolliere ihn. So, jetzt machen wir dich erstmal hier und brennen wir dich erstmal nieder, Freundchen. So nämlich. Es klappt. Heilige Scheiße. Vielleicht kann ich Ruvik doch aufhalten. Ruvik! Na? Mit Feuer hast du so ein Problem, habe ich das Gefühl, ja? Okay. Also hier brauche ich noch irgendwas. Weiß man noch nicht was. Okay. Also hier brauchen wir anscheinend noch sowas wie eine Sicherung, Karte, irgendein Elektrobauteil. Was wir wahrscheinlich jetzt hier rausholen. Dass ich noch nicht weiß, wo das sein soll. Hotel-Schlüsselkarte. Eine Schlüsselkarte für das Prestige-Hotel. Sie sollten allen mit einem Kartenlesegerät wahrscheinlich die Türen öffnen. Okay, also sie explodieren. Und wenn sie jetzt aber nicht direkt in meiner Nähe sind, ist mir das anscheinend scheißegal. Zum Beispiel der da. Der ist mir jetzt anscheinend scheißegal, weil ich gehe jetzt einfach hier hin, halt jetzt hier die Karte ran, mach die Tür auf und sage, auf Wiedersehen. Okay, cool. Manchmal kann es auch einfach gehen. Nicht immer, aber manchmal. Das ist die große Frage, sind wir jetzt hier richtig? Gegenstand erhalten, was war das denn? Du hast ein neues Modell freigeschaltet. Du kannst es dir in der Modellansicht über das Startmenü von The Consequence ansehen. Okay. Der Sound war sehr weird. Bin ich ehrlich? Passt nicht so ganz zum Game. Leslie, wo willst du jetzt hin? Leslie? Halt die Tür auf! Oh Gott, noch mehr davon. Ich habe diese Welt erschaffen. Du darfst erstmal über deine Sachen ein bisschen nachgrübeln, mein Freund.
So, du wirst jetzt erstmal ein bisschen, ne? Wird ein bisschen warm, wird ein bisschen angekugelt. Du kannst mich hier nicht festhalten. Wie ich es kann. Muss jetzt hier sehen, mein Freund. Aha. Kann ich wieder ins nächste Ding rein. Okay. Wir probieren ihn jetzt nochmal hier nochmal das zweite Mal wegzuhalten von Leslie. Leslie, nein. Okay. Bitte nicht. Schon okay. Es wird alles wieder gut. Hoffe ich. Okay. Nicht sicher. Schnell, hier lang. Ja, also. Ist es vorbei? Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich sag mal, nein. Hoffentlich kommt dieser Bastard nicht zurück. Um deinetwillen, Leslie. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Oh, hier sind wir an dem Spielplatz. Nice. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug ganz bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du beschützt mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Schweren Fehler. Sie verstehen nicht, was aus ihm wird. Wir wissen genau, was aus ihm wird. Deshalb brauchen wir ihn. Sie verstehen nicht, was Ruvik eigentlich will. Ruvik ist Geschichte. Er will Leslie. So wie wir. Haben Sie mehr Angst vor ihm als vor uns? Verarschen Sie mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Tu das nicht! Verdammt! Nein! Okay. Also Leslie ist nicht mehr ganz so schüchtern, weil er jetzt zu Ruvik geworden ist. I guess. Also, wir speichern. So, nicey nice. Dann haben wir einmal gesaved. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt demnächst bald Leslie als Final Kampf stellen müssen. Wenn er wahrscheinlich Ruvik ist.
Scheiße. Er ist zu weit gegangen. Ich muss ihn aufhalten. Ja. Ja. Ja und ja. Wie willst du das machen? Also, wir haben hier verschiedene Gegner, gegen die wir jetzt antreten dürfen. Da freuen wir uns. So, okay. Schauen wir mal. Nee, du gehst jetzt da extra da lang, ne? Das ist mir jetzt so klar gewesen, dass du jetzt natürlich da lang gehst. Ich bin ja immer gespannt. Schaffe ich das einfach so? Und kann mich jetzt hier einfach durchsneaken? Ja, hat gerade so geklappt. So, das war so lala. Und hat aber dafür ganz, ganz gut hingehauen. Was fürchten Sie? Was hängt Ihnen nach? Gar nicht, was Alter. Brauchen Sie so sehr, dass nur wir es Ihnen geben können? Wollen Sie zurück zu Ihrem erwärmlichen Leben? Und aus dem Weg! Alles mal eine Antwort. So kann man das auch machen. So kann man das auch machen. Schön, schön. Schön? Warum sind wir jetzt in einem anderen Raum? Okay, okay. Da oben ist Leslie. Leslie! Bleib doch hier. Find's erstmal nett von Leslie, dass er uns hier den Fahrstuhl runterschickt. Sehr nett, sehr nett, sehr höflich. Ja, Gentleman. So kennt man, wurde gut erzogen. Aber warum Leslie? Was ist so besonders an ihm? Leslie war nicht immer so. Er wurde durch ein traumatisches Kindheitserlebnis katatonisch. Er sah, wie seine Familie ermordet wurde. Die Daten legen nahe, dass Gehirnwellensynchronisation mit Ruben bei bestimmten Traumata korreliert. In diesem Fall Rubens Verlust seiner Familie. Das genügt nicht. Wir brauchen etwas anderes als Basis. Etwas, das für viele verschiedene Personen geeignet ist. Aha, okay. Was ist denn hier schon wieder... Leslie? Oh Gott, da ist ja schon wieder ein Blutfleck. There is a Blutfleck. Also die Sounds, da hätten sie sich echt mal was anderes einfallen lassen sollen. Ey, wirklich, also... Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Sounds dafür sind. Sag mal, war das nicht mal hier... War das nicht... Das Anfangsszenario, wo wir hier so gehangen haben, wo hier der Riese, die Leute, genau, hier sind die doch runtergekommen, die Leichen, wo wir hier hoch sind oder hier irgendwie hoch. Wir brauchen etwas Rationales im Stand. Oh. Diese Person könnte Ruben neutralisieren. Ich meine, Ruvik, mit meiner Kenntnis des Systems könnte ich... Auf keinen Fall. Sie dürfen die Sache nicht noch weiter verkomplizieren. Wir bereiten jemanden von uns vor. Schicken Sie jemand Unerfahrenen. Wir wissen nicht mal, ob man zurück kann. Aha. Dann muss es jemand Entbehrliches sein. Entbehrlich? So denkst du also über mich? Und ich hab dir vertraut. So entbehrlich finde ich jetzt auch schon ziemlich hart. Oh nee, oh nee. Oh nee, ich weiß, dass das vorher das Monstrum war, was hier lag. Ja, genau. Zur Hölle. Wo bin ich denn jetzt? War hier? Ja, er war hier. Ja. Ja, er hat die Tür aufgemacht. Die Tür auf.
So, dann sind wir hier panisch weggerannt vor dem Dude. Mit der Motorsäge, glaube ich, war das gewesen. Genau. Gehen wir jetzt die Story so zumindest den Anfang nochmal durch? Von Oliver Sebastian? Genau, dann kam er hier hin, hat hier den Button geklickt und hat sich gedacht, genau. Wir machen das so und wir sind denn hier runter. Wir sind aber nie durchgekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Weil hier waren wir noch gar nicht. Und so wie es erstmal aussieht, sieht es nicht so gemütlich da drin aus. Irgendwas ist da Leslie. Sie können tun, was Sie wollen. Sie halten mich nicht auf. Okay. Da war zwar Leslie, aber dann auch wieder nicht. Gut, 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 gut. Cool für mich, cool für mich, cool für mich. Wir gehen einfach weiter. Müssen jetzt anscheinend hier runter hüpfen. Da jetzt hier irgendwie lang. Ja, sieht gut aus. Hier wieder raus. Sieht auch gut aus. Okay. Jetzt haben die Viecher auch noch Waffen? Müsst ihr Waffen haben? Oder könnt ihr das eigentlich auch einfach mal sein lassen? Na gut, ich hab diese Scheiße satt. Ich muss sagen, das fand ich jetzt eigentlich sehr nice. Bin ich ehrlich? Ich habe nur einen Schuss? So. Noch jemand Fragen? Nein? Danke. Dafür habe ich jetzt wahrscheinlich auch wieder keine Munition mehr, ne? Richtig, richtig, richtig. Jetzt kann ich durchgehen. Ah, und dafür kann ich auch nicht mehr zurück. Okay, 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 okay. Ah, hier sind wir angekommen, wo Olle Sebastian am Ende gelandet ist. Oder auch sehr viele andere, wie ich gerade merke. Okay, ich bin doch schon weg. Ich bin doch schon heim weg. Okay, okay, okay. Es ist ein bisschen stressig. Geh durch, einfach durch. Alter, das war jetzt ja gerade mal ein Lecco Mio am Zuckerli, sag ich dir, ey. Das war ja gar nicht aufregend und gar nicht stressig und ja. Einfach ja. What the? Wo sind wir? Okay. Ich habe keine Ahnung. Oh, sehr enttäuschend, Kid. Sind. So eine einfache Mission und sie machen Probleme. Zum Glück für uns gibt es immer einen Plan B. Ah. Nicht alles, was sie von uns bekommen, nützt ihnen. Die Infusion. Was haben sie mir gegeben? Wir mussten wissen, ob man im System überleben kann.
aber wir wollten niemanden von Wert riskieren. Sie sollten uns mit hineintragen. Und hier bin ich. Du kleiner, kleiner Gauner. Nein, es ist Ruvik. Er macht das alles hier. Kleiner, kleiner Gauner, du. Jetzt gehen wir mal gucken. Okay, also, ja, also haben wir jetzt dafür gesorgt, oder was? Und jetzt gucken wir mal, was uns jetzt gleich noch Feines erwartet. Vielleicht haben wir ja gleich noch den Endboss-Fight. Sie haben sich uns angeschlossen. Aus freien Stücken. Gegen den da? Wir haben uns um sie gekümmert. Sie aus ihrem erbärmlichen Leben. Wir gaben ihnen einen Grund zum Leben. Und wie danken sie es uns, indem sie unsere Arbeit vernichten? Wo wollen sie hin, wenn sie uns verlassen, Kit? Wer nimmt sie auf? Warum geben sie unsere Sache auf? Ja, warum? Warum nicht? Ist jetzt die Frage. Also warum sollten wir, wenn mich so hintergeht und mich quasi als das endet hier und jetzt. Futter vorsieht, der hat einfach mal Pech gehabt, ne? Also. Und den Fahrstuhl. Wir müssen mal mit unserem. Was? Bis hoch. Guck mal, wer da kommt. Goodbye, boys. Goodbye. So, jetzt habe ich aber trotzdem nur noch 4 Schuss. Sie beantworten unsere Fragen nicht. Etwa aus Angst. Angst ist etwas Subtiles. Nein. Aber erlebt man wahre Angst, ja, wird man kontrollierbar. Man wird formbar. Stem ist unfehlbar. Eine Maschine, die auf Angst basiert. In gewisser Weise ist sie perfekt für unsere Zwecke. Ist das schön für dich? Sie werden die Erste sein. Sie werden sich der Angst beugen. Oder sterben. Schade. Sie werden ein Beispiel für das sein, was aus uns werden wird. Ja, und was soll es sein? Leslie, warte! Geh da nicht rein! Kann ich mich hier selbst befreien? Das bin ich. Ich bin angeschlossen. Ja. Wie alle anderen auch. Ich komme hier raus. Ja, ist halt nur die Frage, wie? Also wie wollen wir hier rauskommen? Also ich meine, wir sind ja jetzt anscheinend wie in einer anderen Welt. Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Oh.
Leslie, halt! Versagt. Sie hatten einen Befehl und sie haben versagt. Nein, das ist nicht real. Sie sind nicht real. Das wollen Sie glauben, aber ich bin hier. Ich war die ganze Zeit bei Ihnen. Diese Welt ist ein Albtraum. Aber Sie machen mir keine Angst mehr. Das zeigt nur, wie wenig Sie verstanden haben. Sie sollten große Angst haben. Wir haben sie, Kit. Und sie wissen, was passiert, wenn man versagt. Wir werden sie nicht einfach gehen lassen. Sie haben ihren Zweck erfüllt. Diese Welt wird ihr Gefängnis, in welchem sie verrotten. Ich scheiß auf sie. Ich hab die Schnauze voll. Ich bring sie um. Und wie wollen wir das machen? Lol. Warte mal. Lass mich mal raten, ich muss dich... Da haben wir doch denjenigen. Wie sieht diese Welt für Sie aus? Lass mich mal ganz kurz hier zu den Flecken. Ja, ja, ja. Hast du dir so gedacht, ne, mein Freund? Ist aber nicht wegen ist nicht. Und nap. Nope. So, Freundchen. Jetzt komm mal her hier. Gedacht. Hast du dir so gedacht, mein Freund? Hast du dir so gedacht? Sagen Sie, Kate, was sehen Sie? Ja, das sehe ich wohl. Zack. Ist jemand, der jetzt hier gerade... Achso. So, mein Freund. Jetzt? Nein, 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 jetzt? Okay, 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 okay. Let's go, let's go. Hier, machen wir mal auf. Brauchen wir ein paar Munitions... Ja, nimm die doch. Oh, okay. Nice. Sie werden nie sehen, was wir erreicht haben. Will ich doch gar nicht.
Ich will, dass du, mein Freund, stirbst. Aua! Sie glauben, sie können entkommen, aber sie gehören uns. Aua! Alter, Alter! Okay, okay, oh Gott. Aua! Lass mich! Nein! Na komm, komm, zeig mal, was der da hängt. Exakt. Was ist das? Also wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, ihm wahrscheinlich mit der letzten Kugel den Gnadenstoß zu geben. Oh ja, okay, sie lädt nach. Das ist kein gutes Zeichen, da würde ich nicht so anfangen zu lachen an deiner Stelle. Da würde ich eher sagen... Ja, ich würde sagen, ja. Was ist richtig? Sie kennen mich nicht. Ich bin stärker, als Sie glauben. Was? Okay. Das war's mit The E Within The Consequence. Damit haben wir das DLC abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, auch gerne ein Abo da lassen. Und wir gucken gerne in das nächste DLC rein. Wir haben ja noch eins übrig von The E Within. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin sag ich jetzt mal, reingehauen!